bringt mehr Bewegung in deine Training. Bringt mehr Koordination in deine Training. Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, wenn du trainierst. Die Gleichgewicht, wenn du trainierst. Das ist die Voraussetzung, Grundfähigkeit des menschlichen Körpers. Motorik. Motorische Fähigkeit sind eine Kombination aus unterschiedlichen Grundfähigkeiten des menschlichen Bewegung. Ausdehnen, sich sammeln, körperliche Aktivität zusammensetzen. Diese sind die Ausdauer, Kraft, Steuerung, Gleichgewicht, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit. Die Motorikentwicklung beschreibt die Entwicklung des Bewegungsablaufs im menschlichen Körper. Sie umfassen Bewegungen in Kopf, Schulter, Kumpfe, Becken, Arme und Beine. Sie sich aus Bewegung fokussieren. Mehr Bewegung in deinem Trainingsalltag ist was Besonderes. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Kunden zusammen trainiere, wir kombinieren von 2, 3, 4 unterschiedlichen Übungen gleichzeitig trainieren, um mehr Muskelgruppe zu erreichen. Ist egal, welche Zielsetzung das jeder hat, die Kombination für verschiedene Übungen im Training ist eine effektive Methode, um mehrere Muskelgruppen gleichzeitig anzusprechen und ein ganzheitliches Trainingserlebnis zu schaffen. Das Ziel ist, dass die Leute in präventiv trainieren, deine Bewegung im Alltag zu halten, dein Training zu verbessern und deine Beweglichkeit zu entwickeln. Diese drei Dinge verbessern wir, arbeiten wir, entwickeln wir Tag pro Tag und dass die auch eine gute Körperhaltung zu bekommen. In unserer Gesellschaft viele haben Probleme mit der körperlichen Haltung. Schulter verschoben, die Wirbelsäule auseinandergegangen, die Hüfte gerutscht. Das heißt, es geht daran, dass wir hart nicht mehr auf die Basis Motorik.